Die Superreichen wollen in den Weltraum fliegen. Zwischen Amazon-Gründer Jeff Bezos und dem britischen Milliardär Richard Branson ist jetzt offenbar ein Wettstreit entfacht. Denn auch Branson hat angekündigt, mit Hilfe seiner Raumfahrtfirma ins All zu fliegen. Und zwar noch vor Bezos. Einmal ins All und zurück. Wer würde diese Reise nicht gerne antreten? Leisten kann sich das nur, wer genug Geld hat oder ein eigenes Raumfahrtunternehmen. Jeff Bezos und Richard Branson haben beides. Branson will die Reise nun schon am 11. Juli antreten und damit 9 Tage vor dem reichsten Mann der Welt, Jeff Bezos. Mit Bezos am 20. Juli fliegt bekanntlich sein Bruder. Und zuletzt hat Bezos auch die 82-jährige Pilotin Wally Funk eingeladen, mit ihm zu fliegen. Sie wollte bereits in den 60ern ins All, wurde aber nie für eine Mission ausgewählt. Jetzt soll ihr Traum wahr werden. Rund 150.000 Menschen haben unterdessen eine Petition unterzeichnet. Ihre Forderung: Milliardäre sollte es nicht geben, weder im All noch auf der Erde. Aber wenn sie schon ins All fliegen, dann sollten sie auch dort bleiben.